Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, nachdem wir am Ende der letzten Folge das Spiel auf sehr unschöne Weise komplett abgeschmiert ist, befinde ich mich jetzt wieder hier bei Vorhagen. Ich schaue mich gerade um, ich müsste irgendwo eigentlich einen Begleiter haben, mindestens, wenn nicht sogar zwei. Wo ist denn? Wo? Da ist er, oder? Ist er? Ja, genau, Nick Valentine, genau. Wir haben Nick Valentine dabei, denn wir sind auf der Suche nach Sean, nach unserem entführten Sohn. Dogmeat ist auch hier. Der steht jetzt da vorne. Er hat uns hierher geführt. Hat, ja, an den ein oder anderen Sachen geschnuppert, eine Fährte aufgenommen und uns schließlich nach Vorhagen geführt. Ich musste einen ganzen Teil davon nochmal neu machen, jetzt im Off, weil mir das Spiel ja, wie gesagt, abgeschmiert ist hier an der Stelle. Und, es wurde vor etlicher Zeit zuletzt gespeichert. Nee, ganz so dramatisch war es nicht, aber ich habe es halt ein gutes Stück nochmal neu machen müssen. War mittlerweile auch schon auf dem Dach hier und habe die Geschütztürme erledigt, die beim letzten Mal scheinbar für den Absturz gesorgt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mittlerweile auch hell. Ein bisschen schade war, dass ich einen der legendären Gegner nicht mehr bekommen habe unterwegs, die in der letzten Folge ja zahlreich aufgetreten sind. So, ich kürze das mal ab hier, spring hier rüber. Und wir kennen den Ort ja schon, wir kennen den Eingang ja schon. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier finden. Wir haben also die Spur von Kellogg, dem Söldner, bis hierher verfolgt. Das scheint derjenige zu sein, der unseren Sohn entführt hat aus unserem Vault. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir in Vorhagen finden werden. Wir steigen mal runter. So, durchsuche Vorhagen ist die Aufgabe, als hätten wir das nicht schon mal gemacht. Und ja, es sind auch dieselben Gegner da wie beim letzten Mal. Ach komm, ich nehme was Neues, was Lustiges. Den Flammenwerfer zum Beispiel, obwohl der ist gleich schon wieder leer, vermutlich. So, es sind wieder Synths hier. Ach komm, jetzt muss ich hier großartig nachladen. So, die sind auch anfällig für Feuer. Das ist schön. Das gefällt mir schon mal. Und schon ist das Ding wieder leer. Das ist nicht so schön. Dann nehmen wir, nee, nicht die silberne, sondern die auf gut Glück Knarre. Die finde ich gut. Die finde ich sehr gut und glücklich. So, erstmal die Kerle hier einsammeln. Das Geschütz, das scheint ja. Nee, es ist doch kein Geschütz. Ich dachte, es wäre ein Geschütz. Das ist zumindest kein Geschütz, aber ich glaube, um die Ecke steht noch eins. Ja. Da steht ein Geschütz auf jeden Fall um die Ecke rum. So, ich glaube, ich werde es mir schenken, den ganzen Ort hier nochmal zu durchsuchen und nochmal zu plündern. Denn das habe ich ja, wie gesagt, bereits einmal getan. Ich war ja eigentlich schon hier. Ich war ja mal wieder zu voreilig. Treffe ich den? Naja, nicht so wirklich gut. Aber er ist schon ein gutes Stück kaputt gegangen. So, da ist noch mehr. Stimmt, das Geschütz war auch beim letzten Mal schon da. Schön, er steht jetzt genau zwischen den beiden. Hast du dich taktisch sehr klug platziert, mein Freund. So, das hätten wir. Und zu guter Letzt. Das hier konnte man doch hier von der Seite aus. Konnte man das doch gut machen. Genau. Guck mal hier. Perfekt. Okay. Ja, ich glaube hier oben, hier waren, genau, ich weiß noch, dass hier etliche Safes waren. Die sind aber auch leer. Immer noch. Ah, ich hänge fest. Komm schon. So, vielleicht sind auch nur die Gegner wieder da. Ja, das ist auch alles leer. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Oh, aber apropos Gegner, wenn ich mal so auf den Radar gucke, sind das so einige. Sind das so einige Gegner? Ja, ich weiß, schlechte Wortwitze. Ich weiß. Ich versuche immer, mich zurückzuhalten. Ich wollte mich zurückhalten mit den schlechten Wortwitzen. Ach, nee. So, dann haben wir wieder den. Ist der Anführer auch wieder mit dabei? Ach, guck mal, der Protektron müsste hier noch irgendwo rumlatschen. Wo sind die denn jetzt alle? Aber haben wir hier jetzt den kürzeren Weg schon. Kommt da eine Knarre durch die Wand? Ja, da kommt eine Knarre durch die. Oh, gut, gut. Gut zu wissen. Aber wir haben auch hier den kürzeren Weg schon aufgemacht. Hier war ja eine. Hier diese Tür war ja verriegelt. Von innen. Und die musste man erstmal, man musste um den langen Weg außen rumnehmen und dann in diesen Raum reinkommen und das hier kaputt machen. So, der Synth-Anführer, da ist er wieder. Und ich frage mich gerade, ob das tatsächlich ein Hinweis ist, dass wir hier auf die Synths treffen,
dass tatsächlich das Institut etwas mit der Entführung zu tun hat. Das könnte ja so sein, dass die nicht durch Zufall hier sind. Ich weiß gar nicht, was die Waffe hier für eine Reichweite hat. Habe ich noch nicht nachgeschaut. Irgendwas schießt übrigens auf dich. Ach, guck mal hier. Das da wahrscheinlich. So, das hätten wir schon mal. Hey! Da ist auch noch einer angekommen. Oh, das sah gerade komisch aus, das Bild. So. Oh, ich fürchte, wenn ich so weitermache, habe ich aber bald auch für die Waffe keine Munition mehr. Und ich habe kein Leben mehr so langsam. Wenn ich so weitermache. Ach, guck mal, das war der Anführer hier. Den haben wir auch schon mal. Ja, herrlich. So, ist noch jemand übrig? Ich gucke mich mal gerade. Ja, da drüben sind noch 1, 2, 3 mindestens. Okay, gehen wir mal hier rum. Ach, guck mal, hier ist ein Aufzug. War der beim letzten Mal schon da? War der Aufzug beim letzten Mal schon da? Ich bin hier nicht mit einem Aufzug raus, oder? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Aber ja, aber nein, aber ja. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch nichts mehr. Hier lagen irgendwann mal Minen in irgendeinem Durchgang, als ich hier war. Das Terminal hat die Tür da hinten geöffnet. Ja, wie gesagt, wir sind ja schon mal hier gewesen. Ist quasi alles schon erledigt. Das Einzige, was wieder da ist, sind die Gegner. Hier ist auch alles leer. Aber das finde ich auch gut so, wie gesagt. Wenn jetzt hier der ganze Ort wieder voller Gerümpel wäre, dass ich wieder einsammeln muss, hätte mich das wahrscheinlich geärgert. Einfach, weil ich mir die Arbeit schon mal gemacht habe und weil ich es dann jetzt nicht wieder hätte liegen lassen können. Hat das Ding einen Schalldämpfer vorne drauf? Nee, ne? Sieht ein bisschen so aus vorne. Oh, ich hab... Oh, oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte gar nicht den Protektron abschießen. Ja, ihr seid irgendwie alle vom selben Schlag. Ach nein. Ach, armer Kerl. Der läuft auch noch irgendwie hier. Da bewegt sich noch was oben drin. Der ist nicht ganz kaputt. Er steht aber in Flammen. Ja, schade. So, was haben wir hier noch? Ah, ja. Ich sehe, was wir hier haben. Ein eindeutiger Fall. Ich kann das eindeutig identifizieren. Okay. So, das dürfte es aber jetzt gewesen sein. Ich glaube, jetzt haben wir hier nichts mehr. Ich mag die Knarre, muss ich nochmal sagen gerade. Ich mag die Knarre. Was stellst du dich mir so demonstrativ in den Weg, Nick? Lass mich durch und lass mich hier nochmal gerade nachschauen. Okay, hier kann ich auch nichts mehr nehmen. Huch, was war... Achso, nee. Ganz normale Gerätschaften. Okay, durchsuche vor Hagen. Ich nehme an, dass wir hier irgendwas... Ich nehme mal an, weil das hier der letzte Hauptraum sein wird. Soll ich wohl hier was finden? Oder halt den Aufzug da vorne benutzen. Ich gehe nochmal gerade an das Terminal. Schauen wir mal, was hier noch drin war. Okay, das war nur die Sicherheitstürsteuerung und die Turmsteuerung. Der Turm ist kaputt, die Tür ist offen. Soweit, so gut. Kann ich noch was mitnehmen? So, das hier ist auch immer noch leer. So, ich frage mich aber tatsächlich, habe ich diesen Aufzug beim letzten Mal übersehen oder war der nicht da? Und wo komme ich hin, wenn ich ihn benutze? Jetzt bin ich sehr gespannt. Nick, du, ja, der folgt mir bestimmt. Ich bin gerade sehr gespannt. Es geht auf jeden Fall nach unten. Also weiter unten bin ich nicht gewesen beim letzten Mal. Ist ja krass. Das ist ein völlig neuer Bereich jetzt hier. Den kenne ich also tatsächlich noch nicht. Da hinten ist ein Geschütz am Ende des Flurs. Dann nehme ich doch mal lieber was mit längerer Reichweite. Mit größerer Reichweite. So, wenn ich dich jetzt kaputt schießen würde, fliegt der andere dann auch in die Luft? Das wäre natürlich praktisch. Naja, nicht so wirklich. Aber er hat mich ja noch nicht so richtig bemerkt. Da steht noch Vorsicht. Er sollte aber bemerkt haben, dass hier was ist. Ja, der ist einfach weitergegangen. Auch gut. Hier ist auf jeden Fall eine Falle da unten. Ein Laserstrahlennetz. Das sehe ich schon. Na, kommst du jetzt nochmal, Junge? Da ist er. Na, mehr oder weniger gut getroffen. Eher weniger. Wo ist Nick denn jetzt hin? Der kommt mir doch nicht hinterher. Der ist irgendwie oben geblieben. So, ich gehe mal ein Stück weiter. Ah, okay, hat sich erledigt. Ich gehe mal vorsichtig ein Stück weiter, bevor mich einer sieht. Ah, ne. So, ich bin ja sehr flexibel, was die Waffen hier angeht. Ich wechsle da immer mal gerne durch. So. Ach, der hat das jetzt ausgelöst da vorne. Och, das ist aber eine schöne Lichtshow. Das gefällt mir aber. Haben wir hier sonst noch irgendwas, wo ich nicht reintreten sollte? So, tu mir nochmal die Glücksknarre hier.
Okay, das ist der Ausgang. Oder war ich hier doch? Bin ich hier doch gewesen? Ich weiß nicht, ich erinnere mich. Ach nee, ich war doch. Ich kenne diesen Ausgang nämlich. Ich erinnere mich an den Ausgang, aber der ist nämlich auch von hier oben aus zu erreichen, wo der Protektron stand, oder? 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 Vertue ich mich da? Nein, genau, exactement. Hier war der Protektron und hier in dem Flur bin ich auf jeden Fall schon gewesen. Aber den Aufzug habe ich damals nicht benutzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn nicht benutzt habe, weil er nicht existiert hat oder weil ich ihn nicht gesehen habe. Naja, egal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier unten rein und das ist ein neuer Bereich. Ja, das hier wurde schon ausgelöst. Genauso wie das da. Ist also keine Gefahr mehr. So, was haben wir hier? Hallo? Ist da wer? Wir haben auf jeden Fall eine Lache auf dem Boden. Ach komm, kann ich das nicht entzünden? Hier ist doch Zeug auf dem Boden. Jetzt habe ich natürlich keinen Brennstoff mehr. Das ist schade. Ja, benötigte Munition fehlt. Das ist schade. Ich wollte hier ein bisschen was anzünden. Hier ist so viel Benzin auf dem Boden. Oder was auch immer. Auf jeden Fall brennbare Flüssigkeit. Da hätte ich das gerne gerade mal gemacht. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Abraxo-Putzmittel. Ach, guck mal, einen Schraubenschlüssel. Den kann ich Kelvin wieder... Hier ist doch noch einer. Schraubenzieher. Die kann ich Kelvin verkaufen in Vault 81. So, Waffenwerkbank. Ist nichts drin. Gut, was haben wir hier? Kisten. Rüstungswerkbank. Auch nichts drin. Wäre auch das erste Mal gewesen, wenn da was drin gewesen wäre jetzt. So, schmutziges Wasser nehmen wir auch mal mit. Ja, ich nehme eigentlich alles mit, wisst ihr. Ich sammle es einfach später nochmal ein. Komme ich... Ah, Chem-Kühlbox. Etwas Interessanteres. Ich mache das halt später dann nochmal hier. Gehe ich nochmal ordentlich durch, sammle den ganzen Kleinkram ein und so. Cool. Ah ja, okay. Aber das muss ja nicht alles im Off geschehen, im On geschehen. Das mache ich im Off dann eben, wie gesagt. Nick, lass mich durch. So, schauen wir mal. Vorsichtig um die Ecke, weil da kommt nämlich schon wieder einer. Zack, kaputt. Ich mag die Knarre. Hatte ich das schon erwähnt? Das war auf jeden Fall ein super Tipp. Die Knarre ist doch ganz, ganz cool. Ich weiß gar nicht, warum ich die beim ersten Mal... Ich habe das gelesen und dachte mir so, ach, nö, brauchst du nicht. Musst du auch noch extra kaufen und so, ist ja doof. Aber eigentlich ist die echt witzig. Achso, ich kann den ja nehmen. Ich habe gerade überlegt, ob ich drauf schießen soll. So, hier geht's weiter. Vorsichtig. Sieh an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Wow, er erkennt uns. Also erstens, er sieht uns und zweitens, er erkennt uns. Ah, okay, da war der Lautsprecher zumindest, über den er mit uns gesprochen hat gerade, aber er sieht uns. Das wäre die eine Frage und dann, er erkennt uns tatsächlich. Hier ist doch gerade, da ist doch wieder so ein Tesla-Bogen. Wo ist denn das, was auch immer es auslöst? Ah, hier, wenn man die Tür öffnet, oder? Kann das sein? Wenn man die Tür öffnet oder schließt? Ah, komisch. Oder wurde das Ding schon ausgelöst? Ja, scheinbar. Okay, aber das Krasse ist, dass der Typ mit uns spricht und uns erkennt. Genau weiß, wer wir sind, scheinbar. Klebeband! Und eine Munitionskiste. Tu mir mal die Munitionskiste. Oh, das war einfach. Ja. Ja, ich kann ja jetzt leichter Schlösser knacken. Habe ich ja jetzt Impulsgranaten. Oh, die nehmen wir auch mal mit. Habe ich ja den nicht den Perk. Ich habe ja die Zeitschrift gefunden. Genau, bei dem Phantom in der Kanalisation haben wir ja die Zeitschrift über die moderne Zuhaltung oder Schlossknacken heute oder sowas. Zuhaltung heute, irgendwie sowas. Ich glaube, in Fallout 3 hieß das moderne Zuhaltung. Ja, hast du aber spät reagiert jetzt. Und hier heißt es irgendwie anders. Auf jeden Fall haben wir das ja gefunden. Und dadurch das Schlösserknacken ein bisschen einfacher jetzt. Weil der richtige Bereich wohl größer ist.
den wir treffen müssen. So. Vorsichtig. Irgendwelche Fallen? Ich weiß es nicht. Nö. Scheint alles gut zu gehen. Dann gehen wir mal weiter. Ich meine aber, wir hätten auch... Ich weiß, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Okay, er braucht keinen Mitbewohner. Scheinbar wohnt er wohl tatsächlich hier oder hat hier seinen Stützpunkt oder keine Ahnung, was auch immer. Kommandozentrale Vorhagen. Ich bin gerade sehr gespannt, was dahinter ist. Ich wollte eigentlich noch den Gedanken zu Ende führen. Genau, wir haben Kellogg. Ich hätte Kellogg irgendwo schon mal gelesen oder gehört. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber wir werden ihn ja gleich wahrscheinlich fragen können. Nee, das nicht, aber ich denke mal, wir werden ihm gleich irgendwann gegenüberstehen. Hier ist nichts Besonderes, glaube ich. Ja, also hier bin ich beim letzten Mal definitiv nicht gewesen. Das ist dann wahrscheinlich so ein Bereich, wie ich neulich sagte, als ich in die Kanalisation gegangen bin. Wenn man den nicht schon vor der entsprechenden Quest finden soll... Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Tja, Kollege, hast du falsch gedacht. Ich komme und ich habe eine geladene Waffe dabei. Und ich habe den Anfang meines Satzes von gerade eben vergessen. Weswegen ich den jetzt nicht weiter fortführen kann. Da habe ich aber schlechte Chancen. Okay, der kommt sowieso auf mich zu. Ich muss nur noch einen Moment warten. Ja, komm näher. Komm. Du hast eine Nahkampfwaffe. Okay, der ist ja doch hartnäckiger, als ich dachte. Ich hätte gedacht, dass ich ihn schon auf dem Weg zu mir erledigt kriege. Aber der hält doch was mehr aus. So, was hatten wir noch? Ich nehme doch mal wieder etwas mit mehr Reichweite. Na, genau, deswegen. Ach komm, gar nicht getroffen. Oder nur minimal getroffen. Ja, Nick, mach du das mal. Ihr kennt euch ja quasi. Ihr seid ja vom selben Schlag, mehr oder weniger. Das scheint ihm aber auch nichts auszumachen, gegen Sins zu kämpfen. Hätte jetzt sein können, dass das dann irgendwie kommt, ja, Nick Valentine hat das nicht gefallen oder so. Na. Ich finde ja immer noch die Waffen ziemlich cool, einfach so optisch. Also, die Strahlen, die sie schießen. Du musst das nicht. Die blaue Farbe gefällt mir. Finde ich viel cooler als rot. Sieht ein bisschen, ich weiß nicht, rot sieht immer so aggressiv aus. Blau sieht ein bisschen netter aus. Man wird netter erschossen. Mit Anstand. Höflich. Es ist höflicher, genau. Man wird auf viel höflichere Weise erschossen. Mann, was ist denn los hier? Warum dauert denn das so lang? Komm, lass mal. Lost you on. Ach, hier war doch noch. War hier nicht noch ein Geschütz? Moment, Moment. Ich kann nichts anderes anwählen, egal. Was ist hier? Was war hier? Ich weiß es nicht. Können die hier durchschießen durch das Gitter? Naja, solange Nick vor mir hockt, jetzt hockt er da nicht mehr. Ja, und sie können da durchschießen. Nur um die Frage mal zu beantworten. Das war alles im Sinne der Wissenschaft gerade, dass ich mich da hingehockt habe. So, komm, ich muss da mal einen von denen wegkriegen. Das gibt's doch nicht. Zieh ich denen überhaupt was ab? Ich stehe hier mitten im Feuer. So. Was? Ein Streifengänger? Was ist das denn? Das ist ja was ganz Neues. Der sieht auch ein bisschen anders aus, glaube ich. Ein Streifengänger. Das lese ich aber zum ersten Mal, glaube ich. Oder ich habe bisher nie drauf geachtet. Alter, sei doch nicht so aggressiv jetzt. Auch mit deinen blauen Strahlen. Kannst du nicht mal auf meinen Partner schießen? Gib mir mal Zeit, mich ganz kurz zu regenerieren. So. Ach, guck mal, der ist ja jetzt cool gestorben. So richtig schockiert quasi. Okay. Weiter geht's. Ah, hier haben wir wieder eine Sicherheitstür. Die kriege ich wahrscheinlich hier nicht geöffnet. Was ist dahinter? Ah, die Kommandozentrale, ja. Okay. Interessanter Ort hier unten. So, automatisches Institutsgewehr. Boah, haben die viel Zeug dabei. Ich hätte gerne nochmal Brennstoff für meinen
Flammenwerfer. Ehrlich gesagt, das fände ich mal wieder cool. So, ich muss scheinbar nach da vorne. Ich gehe aber mal kurz hier rüber. Natürlich. Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Sagst du. Versuchst also... Da ist doch ein Geschützturm. Warum bemerkt mich das nicht? Kaputt. Ja, wenn er mich versucht davon abzuhalten, hier reinzukommen, dann gehe ich doch davon aus, dass ich hier vielleicht doch irgendwas erreichen kann. Hier ist auf jeden Fall ein Expertenterminal. Soll, sag einfach Bescheid. Maschinen waren schon immer mein Ding. Was war das denn gerade? Da war doch gerade wieder so ein Geräusch. Ist das hier, ist da oben? Nee, das ist eine Lampe. Das ist einfach nur eine Lampe. Ich dachte, das wäre noch ein Geschütz oder sowas. Okay, und Nick Valentine hat gerade angeboten, sich das Terminal anzuschauen. Scheinbar hat er da auch Fähigkeiten in der Richtung. Ich könnte das eigentlich mal ausprobieren. Komm, ich habe noch nie die Begleiter was machen lassen. Also, es ist ein Expertenterminal. Schauen wir mal. Hey, kann ich was für dich tun? Ach so, nee, so funktioniert's nicht. So funktioniert das schon mal nicht. Jetzt bin ich selbst wieder am Terminal. Nee, ich wollte irgendwie, wie kann ich dem denn sagen, dass er sich das angucken soll? Untersuchen, entsperren. Nick, los, hier drüben. Na klar doch. So, was jetzt? Reden, handeln, abbrechen, bleiben? Nee, der soll das hier... Kannst du das Terminal nicht... Er hat doch gerade selbst angeboten, sich das Terminal anzuschauen. Aber es funktioniert wohl nicht. Ich muss es wohl doch selber machen. Keine Ahnung. Naja, schauen wir mal. Oh, Ponytail. Das nehmen wir. Pferdeschwanz. Treffer 4 sogar direkt. Das geht doch sogar. Schauen wir mal. Nee, das wird's schon mal nicht sein. Resident. Auch nicht. Nö. Das könnte sein. Das wär's. Na, also geht doch. Ja, Turmsteuerung, okay, den habe ich gerade kaputt gemacht. Und die Türfernsteuerung. Vor allem Fernsteuerung, für welche Tür denn jetzt? Die hier hinter? Oder irgendeine da vorne? Valentine hat das gefallen, das ist doch schon mal was. Okay, für die Tür war es schon mal nicht, die muss ich immer noch entsperren. Aber zumindest hat es Valentine gefallen, dass wir das, Dings geknackt haben. Oh, Vorkriegsgeld. Ja, tu mir mal hier das Zeug. Eine Kamera, nehme ich auch. Ah, noch ein paar Haarklammern. Habe ich ja noch nicht genug. Achso, ich habe den... Warum habe ich den denn angewählt? Wollte ich gar nicht. Entschuldigung, ich wollte hier nicht wild hier irgendwelche Befehle geben. Nick, Zahnbürste. Hier liegt eine Zahnbürste im Spind. Die würde ich ja nie so offen irgendwo hinlegen. Ist ja richtig eklig. Okay, so, für welche Tür war denn jetzt... Da ist das Geschütz auf jeden Fall, der Turm. Aluminiumkanister brauche ich nicht. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. So, da. Ah, da ist noch ein Turm. Okay. Okay. Dann war das aber auch nicht die Steuerung für diesen. Achso, ich habe es ja nicht ausgeschaltet, ne? Könnte doch sein. Ich gehe nochmal gerade kurz zurück, ob die Fernsteuerung für die Türen hier war, aber das scheinbar auch nicht. Nö, die gehen auch immer noch nicht auf. Schade. Ich weiß gar nicht, für welche Tür das war. Oder hier? Ne, den Exit, kann ich den so benutzen? Oh, der ist auch... Ne, der ist auch ferngesteuert. Irgendwie. Moment, oder habe ich das gerade gar nicht... Habe ich das gerade gar nicht benutzt? Bin ich nur an das Terminal gegangen, ohne es zu benutzen? Ich gucke nochmal gerade. Ich bin ja wie immer verwirrt. So, Türfernsteuerung. Achso, da passiert auch einfach nichts mehr. Da, genau, da stand überhaupt nichts von Tür öffnen oder ähnliches. Hier steht nur Fernsteuerung. Turmsteuerung. Hier kommt auch wenigstens irgendwas. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Ja, deaktivieren wir das mal. Vielleicht kann man die Tür erst fernsteuern, wenn der Turm abgeschaltet ist oder so. Weiß ja nicht. Ich
immer wieder zurück. Passiert hier noch was? So, Tür? Nö, hier kommt nichts. Da passiert einfach nichts. Ja, keine Ahnung, komisches Terminal. Okay, wir gehen weiter. So, dann habe ich den Turm da jetzt abgeschaltet. Zumindest ist er gerade weniger aggressiv als gerade eben. So, was haben wir hier in der Ecke? Einfach nur eine Tür, Restrooms, also Toiletten mal wieder. Ja. Eindeutig. Oh, hier drüben geht's auch noch weiter. Größere Toiletten, Haarbürste. Ach, mit Duschen direkt dran. Okay. Right away! Okay, mit Zigarettenautomat auch in den Toiletten. Ah ja, gut, gibt's eigentlich, ne? Ist eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich. Da sind Brettspiele eigentlich schon ungewöhnlicher. Brustkorb und Becken, ja, das habe ich auch selten gefunden auf Toiletten bisher. Zum Glück bin ich auch sehr froh drüber. Okay, dann... Ah! Nick, lass das sein. Zinsläufer, lass das sein. Denk gar nicht erst dran. Kaputt. Und hier, sicherheitshalber, machen wir den Turm auch noch kaputt, aber erst muss ich mich um den anderen hier kümmern. Nee. Was schieße ich da? Nein, kann ich nicht. Ich habe kein Ding übrig. Einfach mal draufhalten. Ich bin wieder ein Streifengänger. Ah! Komm, nimm deine Streifen und geh woanders hin. Nee. Aber der hat einen coolen Helm. Der hat einen cooleren Helm als die anderen. Quasi ein cooleres Gesicht. Okay. Aber Streifen sehe ich da nicht. Und überlastet. Natürlich. Was ist mit dem Turm los? Geht doch kaputt. Was ist los? Warum geht der nicht kaputt? Ist das ein unkaputtbar Turm? Alter! Der geht einfach nicht kaputt. Okay, wenn die deaktiviert sind, dann ist einfach auch die Sterblichkeit deaktiviert. Die kaputtbar Funktion. Deaktivierte Türme sind unkaputtbar. Selbst mit explodierender Munition. So, was haben wir hier? Hier brennt Licht. Ist das ein wichtiger Raum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aber eher nicht. Oh, diese kuriosen Aktenschränke hier. Tja, ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas Wichtiges ist. So, wo ist denn Nick schon wieder? Ich hätte da mal spontan einen Job für ihn. Fällt mir gerade mal wieder auf. Nick? Nick? Ah, haben wir hier etwa einen Fusionskern? Jawohl, ein Fusionskern am Start. Sehr schön. Okay. Provisorische Batterie. Hier liegt noch einer in der Ecke. Plasma-Kartuschen. Ich hätte gern nochmal Brennstoff für meinen Flammenwerfer. Das fände ich viel cooler. So, das knacken wir auch mal eben. Ja, ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Haarnadel überhaupt bewegt habe. Bevor ich das zweite Mal versucht habe. Ah, Nick, da bist du ja. Hey, ich bin komm mal ran hier. Schlepp den Schrott. Oh, das müsste auch schneller gehen, denen das Zeug zu geben. Einfach so alles geben oder so viel geben, ganz wie Ohr. Geht. So viel, wie derjenige tragen kann. So, dann geht's hier weiter. Der nächste unkaputtbare Turm nehme ich an. Restricted Area. Was haben wir hier? Einfach nur wieder Türen. Hier brennt auch Licht. Mit uns reden. Wir sollten bei nächster Gelegenheit zurück zum Büro. Ach so, jetzt fällt ihm ein, dass Ellie mit uns reden will. Das ist seine Sekretärin, nehme ich an. Ja, genau. Wir müssen uns da die Fallakten nämlich noch anschauen. Als ich mit den beiden gesprochen habe, ist das auch irgendwie so als kleiner Hinweis an der Seite aufgeplöppt. Was ich ja immer sehr gerne überlese. Und das ist eine von diesen ja, Sonderaufgaben oder Zusatzaufgaben, die halt nicht so wirklich eine richtige... Oh, hallo! Ja, hallo, wen haben wir denn da? Eine Energiewaffen-Wackelpuppe. Verdammt nochmal, ja! Du erhältst dauerhaft plus 25% kritischen Schaden mit Energiewaffen.
Verdammt nochmal, ja. Ja, cool. Dann glaube ich, dass das hier ein guter Weg war. Oder? Ist das eine Sackgasse? Oder ist das sogar der richtige Weg? Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da hinten lang müssen. Aber die stehen ja eigentlich immer... Die stehen ja hauptsächlich an Orten, wo man auf jeden Fall irgendwie irgendwann vorbeikommt. Obwohl das hier sieht mir nur aus wie ein Lagerraum. Der wäre gar nicht so essentiell wichtig. Also da muss man sich schon umgucken, um das Ding zu finden. Aber auch das finde ich sehr gut. Das ist mir eigentlich lieber. Als wenn jeder Depp irgendwann auf jeden Fall drauf stößt und man ihn irgendwie mit der Nase draufstupsen muss. Das wär's. Wow, 2 Splittergranaten. Da finde ich es eigentlich cooler, wenn man die Sachen selber suchen muss und sich ein bisschen anstrengen muss. Oh, ups, ups, was war das denn jetzt hier durch die Wand durch? Gott, was ist hier los? Ach, deshalb, da steht noch einer. Ich denke gerade, hier stimmt doch was nicht. Ja, volle Möhre draufhalten, einfach mal. Voll geschreddert, den Kollegen. So, wo ist der andere jetzt? Lass mich mal hier raus, lass mich hier raus! So, ich schieße überall hin, nur nicht da, wo ich hinschießen will. Oder sollte. So, und ich trage wieder zu viel, natürlich. Okay, das war also der Ausflug in die Cafeteria, quasi. So, dann geht's... Da unten geht's lang, da geht's lang und da drüben geht's lang. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir als nächstes gehen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir das erst in der nächsten Folge machen. Ich gehe nochmal hier wieder ein paar Schritte rein. Damit uns keine bösen Überraschungen geschehen draußen auf dem Flur. Ja, genau, wir setzen uns hier mal hin, machen ein kleines Päuschen. Ich regeneriere mich ein wenig. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitergehen. Ich bin gespannt, ob wir Kellogg wirklich begegnen oder ob der vielleicht, keine Ahnung, durch den Hinterausgang flieht oder so. Würde ihm ähnlich sehen, wie ich finde, nach allem, was ich bisher von ihm weiß. Aber, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Und vor allem möchte ich natürlich wissen, was mit Sean geschehen ist. Mit Sean geschehen? Das ist natürlich die wichtigste Information, die wir hier finden könnten, eventuell. Wenn, dann aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage tschüss, macht's gut und bis dann.